Herzlich willkommen bei Radio Ruhr im Internet. Ich bin Radio Ruhr Reporter Martin Mühlner, heute hier in der Redaktion. Seit einigen Wochen ist die neue Radio Ruhr iPhone App schon auf dem Markt. Über den App Store zum Runterladen direkt auf iPod oder iPhone. Und von da aus kann man dann das Programm von Radio Ruhr ganz einfach hören, unsere Nachrichten nachlesen, die Weltnachrichten, die Lokalnachrichten, Wetter, Verkehr, alle Informationen, die man so braucht. Und es gibt tatsächlich Hörer von uns, die sich mit der App auch wecken lassen. Das funktioniert nicht nur im Kreis Düren und der Region, das funktioniert auch in Übersee. Alicia Angiono zum Beispiel, die hat sich tatsächlich die iPhone-App runtergeladen auf ihren iPod und siehe da, sie hört uns im fernen Amerika. Da macht sie gerade ein Au-pair und ich habe mit ihr ein Skype-Telefonat aufgezeichnet. Aber hören und sehen Sie selbst. Ja. Alicia Angiono aus Düren, jetzt in Amerika. Seit 7 Monaten bist du da und du vermisst uns alle ganz groß. Ja, also ich vermisse meine Familie und meine Freunde sehr und natürlich den Kreis, so den, was man so alles kennt, so halt die Stadt, wo man geboren wurde, aufgewachsen ist und einfach rumzufahren und wissen, wo man ist, die Leute, die deine Sprache sprechen. Aber du hast ja ein bisschen Abhilfe, übers iPhone kannst du zumindest deinen Lieblingssender wieder hören. Ja, endlich. Also ich habe immer viel Webradio gehört, aber seitdem ich jetzt den iPod habe und es die super App gibt, kann ich dann endlich auch Radio Ruhr auf meinem iPod hören, was morgens sehr praktisch ist. Man muss also nicht mehr den Laptop hochfahren und das Webradio anmachen, sondern man klickt einfach nur auf die App und hat morgens dann schon Radio Ruhr. Warum hörst du keinen amerikanischen Sender? Ich meine, die haben doch auch hippe Musikformate und da geht es auch richtig zur Sache. Aber das ist nicht das Deine. Ganz primär geht es mir hauptsächlich um die Nachrichten aus dem Kreis und aus der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, wo ich wohne, wo meine Familie ist. Und die amerikanischen Sender haben logischerweise ja nicht die Nachrichten aus dem Kreis Düren. Und es tut auch gut, die Stimmen morgens zu hören, die man sonst so morgens hört. Und die Weltnachrichten sind bei Radio Ruhr wesentlich informativer und für mich natürlich auch einfacher zu verstehen, weil es meine Muttersprache ist. Denn die amerikanischen Sender haben meistens nur so ihr eigenes Land. Ja. Und schauen sehr wenig über den Tellerrand hinaus. Hast du jetzt schon deinem Freundeskreis so erzählt, von wegen, hört mal Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wo ich herkomme, dann ladet euch mal schön die Radio Ruhr iPhone-App runter und dann könnt ihr mal selber hören, was da so passiert? Oder ist da so im amerikanischen Freundeskreis überhaupt gar nicht die Begeisterung für da? Also im Freundeskreis so vor allem von den anderen Au-pairs, die ich hier so kennengelernt habe, war das mit den Apps runterladen natürlich sofort ein Thema, nachdem man sich dann iPod oder ein iPhone gekauft hat. Und ich habe gesagt, ey Leute, bei meinem Radiosender, der lokale Radiosender von mir, der bei mir aus der Stadt kommt, der hat sogar eine App und das hätte ich ja mal gar nicht gedacht. Und dann haben die alle gesagt, ja nee, wie groß ist denn so der Radiosender? Und ich so, ja, das ist ja eigentlich eher ein kleinerer Radiosender, aber ich finde das total cool. Und dann haben die anderen gesagt, ja, das ist ja echt super. Also unsere Radiosender haben das jetzt nicht so.